Es sei keineswegs ausgeschlossen, dass ich deutlich früher als das Trainer normalerweise tun, sage, das war's jetzt, so Klopp. Ich spüre, dass es super intensiv ist und ich habe nicht vor, auf der Trainerbank über die Wupper zu gehen. Schon nach seiner Zeit in Liverpool werde er sicher ein Jahr Pause machen, das ist ein klares Agreement mit meiner Familie. Aus heutiger Sicht ist es nicht ausgeschlossen, dass ich dann auch sage, das hat jetzt auch echt Spaß gemacht. Klopps Vertrag bei den Reds läuft noch bis 2022. Jupp Heynckes war im vergangenen Oktober im Alter von 72 Jahren auf die Trainerbank von Bayern München zurückgekehrt und führte den Club nach der Entlassung von Carlo Ancelotti zur 6. Meisterschaft in Folge. Im DFB-Pokal und Champions League sind die Bayern weiterhin vertreten und dürfen damit auf das Triple hoffen. Im Sommer wird Heynckes durch Niko Kovac beerbt, derzeit noch Trainer bei Eintracht Frankfurt. Video: Hasenhüttl scherzt paar Kilo zu viel.